Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe mir dazu entschieden, um von vorne anzufangen, denn die Wüste ist echt ein Ort, wo man nicht unbedingt spielen kann. Das ist echt der Wahnsinn. Wenn man einen Heatstroke hat, dann ist echt vorbei mit allem. Oh Gott! Alter! Erschreck mich doch nicht so! Du verkacktes Gewitter! Wow! Das war laut. Und ja, hat man keine Chance mehr, keine Ausdauer mehr, man kann nicht mehr rennen, man kann den Zombies nicht entkommen, ist einfach nur Kacke. Ja, und es war wirklich weit und breit nichts zu finden. Es war ganz fürchterlich. So, und wir fangen wieder mit dem Üblichen an. Lalalala. Wunderbar. So, hier haben wir auch richtig viel Bäume. Und es regnet auch direkt. Das ist auch ganz wunderbar. Nicht. Egal, besser als nichts. So. Bisschen den armen Baum hier verprügeln. Okay. Ah, oh Gott. Holy moly. Jetzt reicht's ja aber mal ein bisschen. Wär's mit nicht ganz so extrem laut. Wow. Das war nicht nett. Ein armes Herz. Holz. Yay. Da vorne direkt ein Bär. Toll. Ein verkackter Bär. Ich bin auch Zombie-Bären übrigens. Das ist auch ganz schön uncool. Oh, kalt. Momento. Hier direkt mal Risipi. Alles, go. Wir brauchen was zum Anziehen. Möglichst fix. Deswegen ein bisschen Plant Fiber hier. Sammeln für... Ach ne, da war ich ja gerade. Gehen wir mal in... Keine Ahnung, gibt es hier irgendwas? Irgendein Anzeichen von irgendwas? Hier nach rechts gibt es Kohle und Co., glaube ich. Ich gehe erstmal in diese Richtung. Oh, ich bin komplett nass und verfriere hier megamäßig, ey. Nicht cool. Gehen diese Kotten los. Oh. Wir kriegen weg. Alles wird gut. Alles wird gut. Hier. Oh ja, es ist wirklich mega kalt. Plant Fiber. Schuhe. Und Dingsy. Und Höschen. Und Köpfchen. Cloth. Chest Armor. Erstmal nicht. Oh, cool. Ja. Alles wird gut. Irgendwann. Es wird wärmer, es wird wärmer, es wird wärmer. Ach, na Gott sei Dank. Puh. Wunderbar. Where? Ha, besser. Viel, viel besser. Gloves. Können wir auch mal craften. Und Boots. Where? Wie schauen wir aus? Wunderhübsch, wunderhübsch. Ich kann mir nichts Schöneres im Leben vorstellen. Es hat aufgehört zu regnen. Sehr gut. Ja, wir trocknen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Wo gehen wir jetzt am besten hin? Wir gucken mal hier über den Rand des Berges. Okay. Da ist eine Straße, das ist sehr gut. So, wir rennen ein bisschen, wenn uns ein bisschen wärmer wieder. Renne, 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 renne. Oh, was haben wir hier? Prozessium oder Kohle? Kohle, ja! Wir lieben Kohle. Oh Gott, Kohle glibbert vor sich hin, weil es nass ist. Das sieht auch ein bisschen witzig aus, meine Freunde. Wie tausende Ameisen. Da geht die Fantasie wieder mit mir durch. Okay, wir bauen mal eben kurz hier von ein bisschen ab. Dass das Tool nicht unbedingt kaputt geht. Repair. Nein, Repair. Ja, danke. Na, komm her. Und bauen das jetzt zu Ende ab. Es ist, versinkt auch so schön im Boden, wenn man es abbaut. Das finde ich witzig. Kazem! Läuft. Okay, Straße.
Der folgen wir. Auf jeden Fall. Oh, Birdnest. Ja. So. Haben wir hier irgendwo einen kleinen Baum? Du bist auch ein kleiner Baum hier. Den können wir mal abfällen. Ja, der ist super klein. Können wir schon einen Bogen bauen? Hier, Basics, Bogen, Bone und eine Handvoll Arrows. Warte, für einiges mehr an Holz. Und Federn vor allem. Halt, Gott, die Federn. Ha! Aber hier ist schon wesentlich besser. Ich mag auch im Grün lieber als in der verdammten Wüste. In der vermaledeiten Wüste. Komm schon. Komm schon. Yeah. So, zack. Und jetzt aufgepasst. Wow. Ein großer Baum, ey. Okay. Interessante Straße. Macht hier voll den Mega-Knick. Ist hier was drin? Ja. Da vorne ist ein Haus. Da vorne direkt eine Stadt. Ich glaube ja. Oh, Repair-Kits. Nice. Stadt bin ich ehrlich gesagt nicht so begeistert von, weil hier halt unendlich viel Zombies sind und die einem echt auf den Sack gehen. Okay, nein, die Richtung gehen wir nicht. Dafür sind wir noch lange nicht ausgerüstet. Leider. Eher so in diese Richtung. Was ist denn das für ein gespiegelter Baum da vorne? Sieht ganz schön schade aus. Es ist ganz schön düster. Wow. Krass. Direkt so ein krasser Hut. Der ist krass. Der ist blau. Können wir den reparieren? Ups. Per. Da fehlt was. Was fehlt denn? Ach, da, wir reparieren ihn ja. Toll. Okay, mit all unserem Cloth, das wir hatten. Tailoring. Level 2. Läuft. Okay. Geht's hier ernsthaft in die Wüste? Ich glaube, Takt. Ja, es ist so eher Steppe. Huch. Steppige Wüste. Man hat's nicht leicht. Okay, also hier ist nichts Großartiges. Ich will aber zurück in den Wald. Ich will hier. Ach, Mann. Lauf mal hier rüber. Vielleicht sind es ja wirklich nur die zwei Häuschen da vorne. Guck mal, Mama. Sieht zumindest so aus, wenn es nur die zwei da wären. Aber da waren trotzdem Zombies. Guck mal hier. Auch wieder Kohle. Ja. Ganz viel Cotton. Cotton ist gut. Ganz viel Steine, ey. Massenweise Steine. Da sind einige Zombies, ja. Da will ich möglichst außen rum, wenn es geht. Oh! Das ist gut, da ist Mais. Mais will ich unbedingt haben. Zum Anpflanzen später natürlich. Nix drin. Sehr gut. So. Ich will mich nicht einfach irgendwo wieder niederlassen. Ich will ein Haus haben, aber die Zombies da vorne wegzumachen, ist bestimmt nicht so einfach. So, wie viele Federn kann ich inzwischen eigentlich machen? Federn, sage ich schon. Bögen. Ach Quatsch. Pfeile, mein Gott. Arrows. No Arrows. Mist, was fehlt denn hier? Steine. Ach so. Gut. Sag das doch. Kriegen wir hier das? Nein. Gerade waren überall die blöden Klumpen. Jetzt haben wir keinen Klumpen mehr hier. Das ist ja gemein.
Okay. Dann nehmen wir eben die. Sind nicht viele Zombies zum Glück. Aber die machen einiges kaputt, die Scheißviecher. Da ist ein Klumpen. Okay. Wir kriegen die Steine raus. Was soll davon bleiben, die Scheißviecher? Okay. Die machen da hinten das Haus kaputt. Die Spackos. So, Pfeile. Nee, erstmal das Ding hier. Repair. Dann hier so viele wie geht. 15 Stück. Ja, das ist okay. So, wir kommen mal dann am besten von der Straße, wo wir den besten Überblick haben. Hocken wir uns mal hin. Vielleicht ein bisschen näher. Treffen wir hier gar nichts. Ja. Muss jetzt nicht mehr gedrückt halten zum Aranzoomen. Huch! Oh. Jetzt aber. Der ist abgeprallt. Oder runtergefallen. Wohl eher. Wir haben eine Garage und noch eine Garage. Okay, das ist vielleicht nicht unbedingt so gut für den Anfang, aber naja. Besser als nichts. Nicht getroffen. Wollen die alle hin? Was denn nu? Jetzt aber. Geht doch. Die da ist einfach umgefallen. Lauf! Bevor sie aufsteht. Ach, Kacke. Gut. Lauf, 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 lauf. Bam! Okay. Interessante Modelle halt. Finde ich ziemlich cool. Da vorne war eine Dingens. Die will ich haben. Ah, nur ein Glas. Schade. Ich dachte, da käme was Geiles raus. Da vorne ist die andere. Daneben? Oh Gott. Lauf, 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 lauf! Hallo! Lauf doch! Lauf, 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 lauf! Oh, Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Okay. Das ist eine nicht so schicke Pose, meine Dame. Naja. Okay. Soweit, so gut. Ich denke, jetzt ist ja alles leer. Hoffe ich. Au. Lag. Und dann, ja, haben wir hier wunderbar eine Tür geschlagen. Haha. Supi. Okay. Hauptsache, wir haben erstmal was, wo wir unterschlüpfen können, quasi. Okay. Dann bauen wir mal eine Tür, wa? So, was ist hier drin? War noch locked. Schwanger, was machen wir nicht hier?
Wow, das hätte ich auch. Mein Gott. Später vielleicht. Erstmal müssen wir gucken, dass wir das hier jetzt mal hier, ne? Hübsch machen. So. Die Tür. Jawohl, ja. Yay! Scrap Iron Fit. Oh, ein Nest. Schön. Das muss weichen, das Nest. Meine Güte. Alter, so ein Nest kann ganz schön viel aushalten. Ah, auch nicht schlecht. So, das ist empty. Das ist empty. Wo ist denn hier? Ist doch kein Trash. Okay. Reifen. Nice. Sehr gut. Fenster zu. Nicht genug Holz. Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Doch da. Konnte man nicht sehen. Okay, gut. Immer noch. Wo ist denn noch Trash, der versteckt ist? Das können wir wegmachen. Okay. Soweit, so gut. Das hätten wir. Habe ich hier schon. Okay. Hier schon. Nein. Ein Holz. Yay. So, und hier ist auf jeden Fall ein Wasser. Das ist sehr praktisch. Wasser ist übrigens inzwischen nicht mehr unendlich. Ja. Das heißt, es wird weniger. Was ich irgendwie ziemlich cool finde. Und ja. Kommt man eigentlich hoch? Ist da oben Loot oder so? Hoffentlich geht das gut. Wenn ich hier ein bisschen reinbaue. Kriegen tue ich hier von gar nichts. Oh Gott, das könnte übel enden, oder? Nö, muss nicht. Okay. Hauen wir ein bisschen auf den Birkenbaum hier weiter rum. Hier brauchen wir noch Holz für die Garagenverstärkung. Wir haben ein Örtchen gefunden, wo wir uns niederlassen können. Das gefällt mir. Also das, ich freue mich. Jawohl, ja. Und die ist doch auch ziemlich hübsch, oder? Ich bin immer noch ein bisschen nass. Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Bin ich ins Wasser gesprungen? Ich bin ins Wasser gegangen, natürlich. Natürlich. Sollte man nicht tun. Zumindest nicht, wenn es dann kalt wird, weil dann friert man nämlich umso mehr, wenn man natürlich nass ist. Ist klar. Denn die Rüstung hat positive und negative Effekte, je nach, ja, Situation quasi. Wenn man nass ist, hat natürlich, dann kommen die negativen Effekte der Rüstung natürlich hervor. Und wenn man trocken ist, die positiven. Oh, ich kann Dinges machen. Einen guten Club. Nicht, wenn ich den anderen machen. Wo ist denn jetzt die hier? Was fehlt? Steine. Warum habe ich denn keine Steine mehr? Was ist denn mit los in Steinen hier? Unfassbar. Finden wir hier noch welche? Stimmt. Sehr schön. Und go. Wir haben Mais. Wir haben, naja, Essen halt irgendwie. Wie schaut's aus? Essen, Hunger und Durst technisch ist okay. Wir haben Minibalken, das ist cool. So. Hatte ich den mal zu Ende abgebaut? Nicht wirklich, oder? Die Birke da vorne war's. Renne, 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 renne. Nee, war es nicht. Da vorne? Da vorne war es. Roll nicht so rum. Jetzt habe ich aber mal Durst. Achso, 75% Durst ist okay. Null ist schlecht. Kabam. Den kleinen Baum können wir mitnehmen. Oh, der gibt viel. Das ist gut. Sehr gut. Wird auch schon wieder dunkel. So, ich gucke mal, dass ich den hier vielleicht noch abgebaut kriege. Dann müssen wir eben quasi innen verstärken gehen. So. Komm schon. Baum, Baum. Aber hier gibt es schon mal 2 bis 3 pro Schlag. Das ist gut. Sehr, sehr gut.
schon, schneller, zu dunkel. Dunkel ist immer nicht gut. Immerhin kann man um 4 Uhr schon wieder rausgehen. Das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ab 22 Uhr fangen die Zombies an zu rennen. Glaube ich, weiß ich nicht genau. So. Yay! Level 3! Ach, verdammt. Ich kriege mir jetzt ein besseres Tool, das wäre ganz gut. Ja, Level 2, juhu. Oder Qualität 2. Okay. Den Baum. Bäumlein wohl eher. Stein? Jo. Okay. Dann können wir jetzt mal vorher noch ein Steinchen holen oder zwei. Ach, halt die Klappe. Meine Güte. Macht aber auch ein immer ein Drama, die Frau. Mit. Sehr gut. So. Uns fehlt Scrap Iron. Das können wir hier raus machen. Scrap. Mehr habe ich sonst gar nicht, ne? Nö. Interessant. 5 oder so dafür. Ja, mehr auf jeden Fall. Gut, wir können einfach nochmal an einem Steinchen kloppen. Heul nicht rum. Meine Güte. Ich sag ja Drama Queen. Was sagt die Zeit? 19 Uhr. Okay. Werden auf jeden Fall noch ein Lagerfeuer bauen. Das können wir schon mal in Auftrag geben. Aber das werden wir draußen hinstellen. Auf jeden Fall nicht rein, damit die Zombies erst gar nicht auf irgendwelche bekloppten Ideen kommen, ey. Können wir schon mal die hier scrappen. So. Hätten wir das gleich auch. Komm schon. Den Stein kriegen wir noch. Komm, 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 komm. Noch einiges an Eisen raus, das ist gut. Kloppedi, kloppedi, klopp, klopp. Okay. So, letzten Schläge und Klönk. Okay. So. Also. Okay, Scrap, Scrap, Scrap. Scrappity Scrap. Das scrappen wir. Das setzen wir vor die Tür. Hier hin. Kann ich hier? Ich kann noch gar nichts reintun. Das ist ein Baker. Für alles andere brauche ich, glaube ich. Ja, ich brauche auf jeden Fall einfach ein Tool. Das ist irgendwie echt mies. So, okay. Jetzt sollte ich ja wohl. Ja. Wunderbar. Das können wir gleich mal reparieren. Sehr gut. Und okay. Sehr gut. Yay! Hier oben auch. Einfach gedrückt halten, reicht auch. Können wir die noch entfernen, bitte hier? Das wäre nett. Die will ich hier unbedingt in meinem Schlafplatz drin haben. Was ein bisschen eklig ist. Dankeschön. So, können wir die hier noch verstärken? Die lustigen Tore? Nee. Ich will halten die aus. Gar nicht mal so viel. Die muss ich ersetzen. Definitiv. Als erstes brauchen wir natürlich auch einen Schlafsack. Haben wir noch? Nö, uns fehlt. Wir haben gar keinen Stoff mehr. Okay. Wie viel können wir hier raus machen? Ein bisschen was. 11 Stück. Wie viel brauche ich für einen Schlafsack?
King-Size-Bett. Okay. Krass. Sleeping Bag hier. 10 Stück. Perfekt. Jawohl. Schwupp. So. Jetzt wollen wir noch Kisten. Können wir Kisten eigentlich bauen? Chest. Secure Chest. Ja, können wir. Können wir mal 3, 4. So, Sleeping Bag für unseren Spawn Point, falls irgendwas schief läuft. Können wir. Oh. Wie viel Uhr haben wir? 22 Uhr, sag ich doch. Okay. Dann war die Info vollkommen korrekt im Mundo. So. Okay. Hier kann keiner mehr reingucken. Das ist sehr gut. Es ist verdammt nochmal echt scheiß dunkel hier. So, wir haben Kisten. Ja. Wir werden sie auch benutzen. Oh Gott, aber ich sehe nichts mehr. Oh. Werden sie auf jeden Fall weiter oben lagern, damit die Zombies sie nicht kaputt machen können. Okay, das lassen wir erstmal vielleicht. Andere Seite. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder hell ist. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.